Ich habe damals in meiner Schwangerschaft, in der ersten Schwangerschaft mit Lorella, auch solche Multivitaminpräparate genommen und habe mich in einer falschen Sicherheit gewogen. Ich habe zum Glück keine Schäden davon getragen, aber ich habe erst Jahre später gelernt, was ich da eigentlich für ein Risiko eingegangen bin und was, in welcher falschen Sicherheit ich mich geglaubt habe. Denn es gibt drei Gründe, warum ich solche Multivitaminpräparate wie jetzt Ortho-Mol oder auch Lavita für Kinder nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Ich habe mich damals in einer falschen Sicherheit gewogen und wusste es einfach nicht besser. Das war so, ich bin schwanger geworden, voller Glück und Freude, da zu meiner Hebamme gegangen und hatte ihr dann erzählt, dass ich mich vegan ernähre. Und da meinte sie so, ja, nehmen Sie mal hier so ein Multivitaminpräparat. Sie hat mir dann auch eins verschrieben. Ich habe damals eins von ihr auf Empfehlung genommen aus der Apotheke und sie sagte, damit sind Sie in Sicherheit. Denkste. Hinterher, als ich dann mich mit Nährstoffen und vor allen Dingen Mineralien wesentlich eingehender befasst habe, habe ich dann gelernt, was ich da für ein Risiko eingegangen bin und welche Fehler ich gemacht habe. Und für mich gibt es da drei Sachen, die ich falsch gemacht habe, wobei der zweite und der dritte diejenigen sind, die wirklich 97% der meisten Leute übersehen. Das sind auf jeden Fall die Erfahrungen, die ich aus meinen Coachings und Beratungen gemacht habe. Und ich habe diese Fehler ja auch gemacht. Der erste Punkt sind Wechselwirkungen. Das kennt man eigentlich nur so von Medikamenten, aber auch Mineralien können sich gegenseitig negativ beeinflussen. So wird zum Beispiel die Aufnahme von Magnesium von Kalzium gebremst. Wenn du also in solchen Produkten Magnesium und Kalzium gleichzeitig zu dir nimmst, dann kannst du das eine oder das andere vielleicht gar nicht richtig aufnehmen. Optimal wäre es in diesem Fall zwischen der Aufnahme von Magnesium und Kalzium 2 bis 3 Stunden Zwischenraum zu lassen. Das kann man sich genauso erklären. Viele kennen das schon mit Eisen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Eisen zu sich nimmt, wirklich entweder Kaffee komplett vermeiden soll oder aber auch Milch oder wirklich 2 oder 3 Stunden zwischen der Eisenaufnahme und dem Kaffeetrinken halten oder lassen soll. Wenn ich also so ein Multivitaminpräparat zu mir nehme, wo Magnesium und Kalzium drin sind, dann kann ich das vielleicht gar nicht richtig aufnehmen. Und wenn ich das nehme, um jetzt hauptsächlich vielleicht meinen Kalzium- oder Magnesiumbedarf zu decken, dann ist das vielleicht alles für die Katz. Dabei ist es aber auch wichtig zu wissen, dass nicht alle Kombinationen falsch sind. Es gibt zum Beispiel auch Präparate, die Vitamin D3 und K2 kombinieren in der perfekten Zusammenstellung, in der perfekten Balance. Und solche Sachen sind dann optimal zu kombinieren. Man muss sich da also belesen und sich das Wissen aneignen, um eben nicht in solche Fallen zu tappen. Der zweite Grund, warum ich solche Multivitaminpräparate nicht mehr nehme, ist, dass wir glauben, dass viel auch immer besser ist. Aber das ist es nicht immer. Und wenn man sich das so vorstellt, also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Multivitaminpräparat nimmt, um vielleicht einen Nährstoff abzudecken, dann hat man ja da vielleicht noch 10, 20 andere Nährstoffe auch drin. Und es das heißt nicht immer, dass mehr auch besser ist. Man kann sich das so ein bisschen so erklären, dass wenn man jetzt so ja, so kostenlose Zeitungen bekommt in den Briefkasten und die will man eigentlich gar nicht haben. Man muss sich trotzdem darum kümmern, um den Briefkasten die ganze Zeit auszuleeren. Genauso muss der Körper sich auch um diese Vitamine kümmern. Er muss sie irgendwie verarbeiten, weil er hat sie ja drinne, ob er sie nun braucht oder nicht. Und wenn dieser Briefkasten voll ist, dann muss ich als Mensch eben immer zuschauen, dass ich den regelmäßig leere, damit eben Platz ist für die wichtigen Sachen. Und genauso kann man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen, wenn man so ein Multivitaminpräparat nimmt und den Körper einfach zuschüttet mit Sachen, die er vielleicht gar nicht braucht. Deswegen ist es wirklich besser, meiner Erfahrung nach, da wirklich gezielt zu supplementieren, die Sachen, die man braucht und wirklich auch nur über den Zeitraum, wo man sie braucht, um so einen Mangel eventuell auszugleichen. Und der dritte Grund, und den Fehler habe ich damals auch gemacht, ist, dass man glaubt sich in der falschen Sicherheit. Man denkt jetzt, ah, okay, jetzt habe ich ja diese Multivitaminpräparate, jetzt nehme ich das ja und denke, ich bin jetzt sehr optimal versorgt. Und dadurch kommt man in den Glauben, ach, ist ja jetzt eigentlich egal, was ich esse, weil ich bin ja versorgt. Und dann haben wir Menschen die Tendenz dahin, dass wir halt so ungesünder essen. Und vor allen Dingen in der Schwangerschaft, und es ging mir damals auch so, weil ich konnte irgendwie gar nicht so viel Grünzeug damals essen und habe, ich hätte mich ungesund ernährt, aber trotzdem schon nicht so gesund, wie ich das sonst gemacht habe, weil ich ja auch gedacht habe, hey, du hast ja das Multivitaminpräparat, da kriegst du ja alles. Und das ist eben so, da steckt die Gefahr dahinter, weil
Wenn man schon solche Multivitaminpräparate isst, dann trotzdem weiterhin viel frisches Obst und Gemüse essen, weil die Sachen, die Mutter Natur uns zur Verfügung stellt, die können solche Vitaminpräparate einfach nicht abdecken. Das ist einfach mal, wir können halt Mutter Natur erstens nicht austricksen und zweitens können wir es nicht besser machen als Mutter Natur. Und deswegen habe ich für mich gelernt, dass es immer besser ist, wirklich eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse, Samen und Nüssen und dann wirklich sich auf Mutter Natur verlassen. Und die Sache ist ja auch, wenn ich diese Multivitaminpräparate nehme und dann sich eventuell gewisse Sachen aufheben und dann esse ich noch weniger Frischkost, dann habe ich ja doppelt verloren. Deswegen würde ich, wenn ich jetzt sehr mickelige Kinder habe oder jemand zu Hause habe, der jetzt meint, er möchte gerne das Ortomol nehmen, dann achte ich wirklich darauf, trotzdem weiter mit viel frischem Obst und Gemüse die Ernährung zu vervollständigen und zu begleiten, um wirklich eventuelle, ja, Mangelsachen doch auszuschließen. Denn ich finde, für mich ist es immer so, dass Mutter Natur weiß am besten und diese Kombinationen in Obst und Gemüse, die können wir halt einfach nicht faken oder nachmachen, weil die Natur, die ist so genial. Und deswegen habe ich auch im Nährwertcheck wirklich die Übersichten gemacht mit 18 Nährstoffen, wo du diese aus natürlichen Lebensmitteln herbekommst, was eventuelle Mangelerscheinungen sein können. Wofür du diese Nährstoffe brauchst, wie viel du täglich brauchst, damit wirklich dieses ganze Wissen an einem Punkt in einer wundervollen Gestaltung gesammelt ist.